Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Autofuri. Heute mit dem Volvo C40 Recharge Pure Electric. Butter bei die Fische. Eigentlich können wir dieses Fahrzeug ja direkt C40 nennen, denn es ist ja das einzige Fahrzeug, was von Volvo tutto completo rein elektrisch angeboten wird. Wir bleiben jetzt also mal beim kürzeren Namen. C40, das können wir uns gut merken. Und ja, dieses Fahrzeug haben wir euch schon mal vorgestellt, allerdings dann unter nicht so schönen regnerischen Bedingungen. Dementsprechend holen wir das Ganze jetzt mal mit strahlend blauem Himmel und schönem Sonnenschein nach. Wir fliegen dementsprechend aber nur ganz grob und kurz über das Design. Und ihr seht schon, wir haben jetzt hier bei unserem Testwagen eine andere Farbe als bei dem C40, den wir vorher hatten. Weiß, leider Gottes etwas anfällig bei diesem schönen Sonnenschein für Fliegen und Co. Hat aber wirklich schöne Schimmerpigmente drin. So richtig perlmuttartig. Ganz fein sind die in verschiedenen hellen Tönen. So ein bisschen gräulich zum Teil. Sieht wirklich edel aus. Und ihr seht auch schon, wir haben das abgesetzte Dach dazu. Ihr könnt euch beim C40 nämlich entscheiden, möchtet ihr tutto completo schwarz oder möchtet ihr eine von sechs Farben mit abgesetztem Dach dazu. Ihr seht außerdem, die Front ist wirklich sehr clean, hat ein komplett modernes Gesicht. Wir haben ja das Pixellicht, serienmäßig übrigens bei der First Edition. Und im Prinzip haben wir das Weiß nur unterbrochen von ein paar schwarzen Details, wie eben auch schon beim Dach. Die First Edition kommt dann serienmäßig mit 19 Zoll Felgen daher und man kann dann upgraden auf 20 Zoll, wenn man möchte. Wir haben jetzt hier aber die 19. Guckt mal an. Ich weiß, ihr freut euch immer, wenn wir so ein bisschen mehr an der Serie dranbleiben und nicht immer nur die Creme de la Creme zeigen. 19 Zoll stehen ihm gut, oder was sagt ihr? Lieber mehr? Doch lieber 20? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Dazu schwarz abgesetzte, schöne sportliche Außenspiegel und man sieht halt, der Kunststoff schwarz hebt nochmal das Fahrzeug so ein bisschen nach oben, hat auch wieder diesen SUV-Charakter, unterstreicht das schön. Und ihr seht auch, die Türen sind bündig und mit dem Schweller hat den positiven Effekt, dass die Türen vor allen Dingen im nassen Zustand innen drin etwas sauberer bleiben. Wenn man dann so ein bisschen langstreift mit dem Bein, hat man nicht mehr eine dreckige Hose. Das war einigen von euch sehr, sehr wichtig und darum möchte ich das auch nicht unerwähnt lassen. Ein Blick aufs Heck zeigt, wir haben hier nicht nur eine schöne Höhe, damit ich mich anlehnen kann, sondern wir haben hier auch sehr viel Schwarz. Beginnend beim Dach oben, das natürlich dann weiter überläuft in diese getönte Scheibe, die wir haben. Übrigens, diese Bereiche hier links und rechts haben nicht nur optische Zwecke, nicht nur dynamische Zwecke, sondern sie bieten auch Raum für die Scharniere, die da drunter versteckt sind. Nur mal so als kleine Insider-Information für euch. Und das Ganze endet dann in diesem schön aufgesetzten, autarken Spoiler. Schafft natürlich einen sportlichen Charakter, zieht das Fahrzeug aber nochmal in die Breite. Und nicht nur das zieht das Fahrzeug in die Breite, sondern auch die ganzen Waagerechten, die wir haben, in Kombination mit den Rückleuchten, mit dieser eigenen Lichtsignatur, die wir hier haben. Unten dann nochmal SUV-Charakter durch den Kunststoff. Generell ein sehr expressives Heck, muss man sagen. Wir haben hier außerdem eine elektrische Heckklappe. Und dahinter verbirgt sich dann ein Kofferraumvolumen von 413 Litern, so wie es hier jetzt sehen. Wem das jetzt nicht reicht, der kann alles umklappen und kommt dann auf ein Ladevolumen von 1205 Litern. Und wer dann sagt, oh, ich habe aber immer noch eine Tasche, wo ich nicht weiß, wohin damit. Wir haben ja noch einen Frunk vorne. 31 Liter sind auch noch da zu verstauen. Und anhängen kann man auch noch, wenn man noch mehr Gepäck hat. Und zwar bei 12% Steigung 1,8 Tonnen. Schon erwähnt? Hier steckt der Frunk doppelt versteckt mit 31 Liter, wo das kleine Volvo-Ladetäschchen mit dabei ist. Und darunter kennt ihr eigentlich inzwischen wirklich zur Genüge. Hier vorne ein E-Motor mit 150 kW und an der Hinterachse nochmal ein E-Motor mit 150 kW. Kommen beide zusammen, haben wir 300 kW Systemleistung und 660 Newtonmeter. Geht ab wie Luzi, allerdings nur bis 180 km/h. Dann, um entsprechend elektrisch voranzukommen, steckt hier zwischen den Achsen 500 Kilogramm Batterie mit 78 Kilowattstunden brutto und 75 Kilowattstunden netto, was dieses Modellchen dann ermöglicht, 440 Kilometer laut WLTP zu fahren. Und wir sind auch fast in dem Temperaturbereich, wo er das fast schafft. Und das ist übrigens auch durch die Coupé-Form etwas besser als beim technisch baugleichen ganz normalen SUV, das mal nur so nebenbei. AC 11 kW laden und DC bis maximal 150 kW laden, da kommt dann auch gleich noch ein kleiner Ladeeindruck. Willkommen im Innenraum. Schwedisch kühl würde ich ihn einfach mal bezeichnen, denn wir haben hier ausschließlich Schwarz- bzw. Anthrazittöne. Gut, dass wir aber
das Panoramaglasdach oben haben. Das bringt immer noch so ein bisschen Licht und Luft und Freiraum mit rein. Das Raumgefühl wird dadurch einfach schöner. Im Innenraum geht es übrigens komplett tierfrei zugange. Das ist bei den BEFs auch bei Volvo so vorgesehen. Das soll auch so bleiben. Dementsprechend haben wir hier kein echtes Leder, sondern Kunstleder in Verbindung mit diesem Kunst-Mikrofaser-Look. Wir haben außerdem hier diesen Kunststoffbereich, der aber so richtig weich unterlegt ist, genauso wie hier. Und hier haben wir dieses anthrazitfarbene Dekor, was so ein interessante Haptik hat. Topographie nennt sich das oder Topographie. Wer sagt, das ist jetzt nicht so meins? Es gibt tatsächlich auch noch Göteborg. Das könnt ihr auch da reinbekommen. Ist dann so ein bisschen die Skyline von der Stadt zu sehen und dann mit Hochglanzoptik. Also nicht diese matte Variante hier. Sehr viel haben wir innenausstattungsmäßig dabei. Gerade in der First Edition. Es gibt eigentlich nichts, was wir vermissen. Man kann aber noch ein, zwei Optionen mit dazu holen. Wir haben unsere Kommandozentrale. Wir haben serienmäßig eine induktive Ladeschale. Ihr seht schon zwei USB-C-Ports inklusive 12-Volt-Anschluss. In unserer Kommandozentrale versteckt sich auch Android Automotive. Wir haben außerdem Google mit dabei. Im Prinzip alles, was wir brauchen. Auch unser digitales Cockpit, was wir hier sehen können, ist serienmäßig mit dabei. 12,3 Zoll misst das und da drin versteckt sich dann zum Beispiel auch die Google Maps-Ansicht. Thema Ablagen. Die induktive Ladeschale habt ihr auch gesehen. Dementsprechend auch, dass wir links und rechts davon noch ein bisschen Platz haben. Dann haben wir hier dieses kleine Geheimfach, was man als Ständer nutzen kann für zum Beispiel sein Smartphone. Und es folgen direkt die Cupholder. Hier haben wir jetzt die Möglichkeit, ja, ich sage immer einen kleinen Mülleimer zu nutzen. Im Prinzip ist der aber auch unter der Armlehne zugänglich, beziehungsweise man kann ihn dann halt komplett entfernen, wenn man ihn nicht nutzen möchte. Außerdem gibt es auf Höhe meines Knies so eine kleine schmale Vertiefung, die man tatsächlich auch noch nutzen kann, um etwas abzulegen. Ich glaube, im Endeffekt ein Schiff findet da Platz. Mehr würde ich da allerdings aus Sicherheitsgründen nicht reinlegen. Wir haben ja Gott sei Dank noch das Handschuhfach, das ganz klassische. Auch das zeige ich euch einmal gerne. Und wir haben auch noch Platz in den Türen und da passt dann tatsächlich auch noch eine große Flasche Wasser rein. Ich glaube, das Allerwichtigste, was man euch mitgeben kann von diesem zweiten Test, von diesem fast gleichen Auto, Temperatur macht bei Elektroautos einen enormen Unterschied. Wer sich vielleicht noch erinnert, in Hamburg war das Wetter echt sehr bescheiden, auch ein bisschen frischer. Und dementsprechend ist der Verbrauch jetzt gefallen auf nicht wirklich arg bessere Temperatur, sondern so irgendwo zwischen 10 und 15 Grad. Es war allerdings auch mal kurzzeitig 18 Grad. Und insbesondere umso besser man oder umso näher man da irgendwo an das Fenster 18 bis 20 Grad kommt, umso besser wird verbraucht. Das heißt, im direkten Vergleich eine bis fast 1,5 Kilowattstunden weniger auf 100 Kilometer. Und wo das Coupé jetzt absolut besser ist im Vergleich zum normalen SUV-Modell, auf der Autobahn. Denn diese etwas windschnittigere Form spielt da eben ihre Vorteile aus. Das heißt, Autobahnverbrauch ist einiges besser als beim normalen SUV. Und klar, wenn man jetzt nochmal die SUV-Form generell wegstreichen würde, das Auto nochmal ein bisschen länger machen würde, dann wäre Verbrauch noch etwas besser. Aber ich glaube, damit kann der Single-Motor dann nochmal einiges weiterfahren bei gleichem Akku, weil insbesondere natürlich das Gewicht niedriger ist. Thema Gewicht ist auch ein kleiner Kritikpunkt jetzt von meiner Stelle. Wir haben jetzt hier, ich habe auch extra nachgeschaut, Serienbereifung Cross Climate 2 SUV. So, der Cross Climate ist eigentlich kein schlechter Allwetterreifen, aber ich würde mal so weit gehen und sagen, für dieses Auto gibt es bessere Reifen, denn dieser Sommerreifen mit Wintereigenschaften ist okay, aber für eine Fahrzeugklasse mit so viel Leistung, so viel Gewicht, kommt der Reifen einfach schnell an seine Grenzen. Und die Grenzen sind eher erreicht, bevor die Grenzen des Antriebs erreicht sind. Das heißt, man hat doch, man ist oft im Randbereich des Reifens, obwohl man nicht annähernd die volle Leistung dieses Fahrzeugs ausgefahren hat. Dementsprechend entweder Reifen wechseln
oder Leistung nie ausfahren oder Leistung wegstreichen. Eins von diesen drei Sachen hat man als Möglichkeit mit dem C40 zu machen. Aber ich verstehe natürlich, warum dieser Reifen drauf ist. Es ist eine einfache Variante, man muss keine Reifen mehr wechseln. Es sei denn natürlich, man lebt im absoluten Skigebiet, wo dann auch der Allrad wirklich von Vorteil ist. Thema Android Automotive. Inzwischen ist, glaube ich, kein Wort mehr davon, irgendwo zu lesen, dass hier Apple CarPlay reinkommen sollte. Das war anfangs, als Volvo das System eingeführt hat, noch die Rede von. Und jetzt ist keine Rede mehr davon. Es ist aber auch nicht so schlimm. Das Einzige, was ich vermisst habe, sind die Nachrichten, die dann hin und wieder mal aufpoppen in CarPlay. Aber so ist das Ganze auch schon ein bisschen ruhiger, denn alles andere, was ich nutze, ist mit dabei. Das heißt, man kann sich hier per Apps alles irgendwie reinziehen. Bei mir ist es in dem Fall Spotify. Und das Schöne ist, wenn man hier wieder einsteigt, also da ist so ein Sensor im Sitz drin. Das heißt, es hört auch erst auf, wenn man seinen Poppes anhebt und aussteigt. Und es geht auch direkt weiter, wenn man wieder einsteigt. Genau an der Stelle, wo man vorher oder welches Lied oder welchen Podcast man vorher aufgehört hat. Das ist schon ein sehr hohes Komfortniveau. Der andere Faktor ist eben, man muss sich insbesondere als Elektroauto-Neuling um so gut wie nichts Gedanken machen. Man muss nur einmal auswählen in Google Maps, welchen Ladeverbund man hat, welche Ladekarten man hat. Und dann kümmert er sich um den Rest. Man zeigt nur noch an, ich möchte von hier nach da, und alles dazwischen macht das System. Das heißt, er wählt nur die Ladesäulen aus, die auch von dem Ladeverbund unterstützt werden. Er zeigt auch direkt an, wie lange man da stehen muss, sei es 15 Minuten, 20 Minuten, bis wie viel man dann lädt und ob man noch einen zweiten Ladestopp machen muss oder mit wie viel man beim zweiten Ladestopp noch ankommt. Das heißt, man kann auch selber zum Beispiel, wenn man ein bisschen erfahren ist, kalkulieren, ich weiß, ich lade aber an meinem Ziel und kann mir dann den zweiten Ladepunkt sparen. Super clever gemacht. Dementsprechend vermisse ich Apple CarPlay auch nicht so wirklich, da jetzt auch langsam erst schrittweise die Integration für die E-Autos damit CarPlay überhaupt kommt. Wenn ihr euch für einen C40 entscheidet, könnt ihr wahrscheinlich, weil es die First Edition bis zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich nicht mehr geben wird, einiges selber auswählen. Das heißt, gewisse Stufen mit reinnehmen, und die Stufe mit Wärmepumpe würde ich, glaube ich, schon mitnehmen. Denn insbesondere jetzt bei diesen kalten Temperaturen wird der Innen super schnell warm. Der Antrieb wird entsprechend schnell warm. Das heißt, der Verbrauch fällt eigentlich so nach einem Kilometer schon wieder wirklich in den Keller. Es geht dann erst, fährt er kurz hoch, und dann, ja, fällt das Ganze wieder. Harman Kardon ist ein schönes Extra. Ich nehme aber auch an, sie wird in der teuersten Ausführung mit drin sein. Das heißt, wer nicht dauerhaft damit unterwegs ist und Klang wirklich genießt, muss nicht unbedingt sein. Ist ein schönes Extra, aber es muss nicht unbedingt sein. Nur Thema Wärmepumpe, das sollte auf jeden Fall mit dabei sein. Ansonsten ist es im Prinzip kein großer Unterschied zu den vielen Antriebsvarianten, die wir euch in dieser Fassung schon vorgestellt haben. 300 kW und 660 Newtonmeter, es ist einfach eine Ansage in diesem kompakten Fahrzeug. Man macht eigentlich so gut wie alles nass. Auch im Bereich der Elektrofahrzeuge gibt es da wenig, die da so mithalten können, besonders in dieser Größe. Und ja, er macht sehr viel Spaß. Allerdings würde er noch etwas mehr Spaß machen, wenn wir hier die entsprechenden Sportreifen dafür drauf haben. Man kann aber auch, wenn man nicht den Spaß komplett auskostet, vom Verbrauch echt gut runterkommen. Aber noch effektiver ist dann die später folgende Single-Motor-Variante. Der einzige kleine, vielleicht negative Nebeneffekt von dieser besseren CW-Wert-Variante ist, dass man nicht wirklich viel nach hinten raus sieht. Insbesondere wenn einer auf dem Mittelsitz sitzt, dann sieht man gar nichts mehr. Aber okay, sagen wir mal so. Und ein bisschen Kofferraum ist klein, ein bisschen weniger. Aber das war es dann auch schon. Kommen wir zum Abschluss zu den Assistenten. Die sind hier auf der linken Seite, kann man mit einem Druck aktivieren. Das Einzige, was man vorher festlegen muss, ist hier, möchte ich Speed Limiter oder möchte ich Pilot Assist. Und wenn ich das aktiv habe, kann ich das hier auch nicht auswählen. Sagen wir mal so. Wir schauen jetzt einfach mal die einfache Lenkkorrektur und dann den Spurführungsassistent an. Das heißt, erstmal Lane Keeping Aid aktivieren. Das habt ihr dann dementsprechend auch gesehen. Das heißt, es ist nicht dauerhaft aktiv, sondern ich kann das hier an- oder abwählen. Und wenn ich es abgewählt habe, dann ist es auch bei der neuen Zündung nicht wieder direkt drin. Und dann lasse ich ihn so leicht in die Kurve laufen. Er kommt aber wirklich auch direkt auf die Linie drauf, und dann korrigiert er so ein bisschen, fährt dann zurück und sagt dann, ich muss wieder übernehmen. Pilot Assist heißt, dass er auch gleich das, was ihr jetzt sehen wird, den Spurführungsassistent bis 130 km/h übernimmt. Heißt auch jetzt hier, versucht er mittig zu fahren,
verlangt aber immer wirklich mindestens eine Hand am Lenkrad. Also wohl ganz bestimmt dahinter. Aber das System kann schon ordentlich viel, insbesondere bis 130 km/h. Heißt, nimmt einer doch dementsprechend im Stau einiges ab. Sagt aber auch jetzt Lenkrad festhalten und er braucht diesen Move. Das heißt, kapazitiv reagiert er nicht so wirklich drauf. Probieren es gleich nochmal nur mit hinfassen. Ich gehe nur hin. Reicht ihm nicht. Das heißt, ich muss einmal kurz wackeln. Und zum Ende des Videos kleines Fazit zum Schluss. Vielleicht habt ihr auch schon rausgehört, Temperatur macht einen großen Unterschied, denn der hier ist ein bisschen sparsam unterwegs gewesen als der blaue, den ihr eventuell schon gesehen habt, bei miesem Wetter. Ja, kurz gesagt, wer Bock hat auf richtig viel Leistung in kompakten Abmessungen und das noch in einem sportlichen Optikpaket, der fährt dann mit dem C40 richtig gut. Aber, und das zielt so ein bisschen auf ein bisschen später hinaus, durch diese Form glaube ich, dass dies kommende Single-Motor-Variante ziemlich nah an echten 500 Kilometer sein wird, eben weil die Aerodynamik ein Hauch besser ist. Das war es auch schon mit diesem Video und dementsprechend auch mit dem Volvo C40 Recharge Pure Electric. Die Frage, wie gefällt euch dieses Fahrzeug vor allen Dingen jetzt in dieser Farbkombination, die wir hier stehen haben? Was fehlt euch vielleicht noch und was sind Dinge, über die ihr euch sehr freut? Alles gerne unten in die Kommentare. Wir mischen dann wie immer mit. Und falls euch dieses Video gefallen hat, würden wir uns sehr über einen Daumen nach oben sowie ein Abo freuen. Und ihr könnt uns auch sehr gerne auf Instagram folgen. Ich hoffe, dass wir uns ganz bald wiedersehen. Bis dahin, passt bitte gut auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, tschüss.